Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Hallo. Bist du auch mit aufs Bild? Heute möchte ich einmal den Tagesablauf ändern und etwas ganz anderes machen. Das ist zwar nicht einfach, man hat ja viel Arbeit und man hat auch Wege zu erledigen. Und so habe ich aber dieses Wege erledigen gleich damit genutzt, an den Elbwiesen etwas zu filmen. Und dabei natürlich auch die Elbwiesen und diese herrliche Natur zu genießen. Also zur Schmerzvorbeugung, und wenn du schon Schmerzen hast, wie bei mir ist es ja auch dieses chronische Schmerzsyndrom mit anderen Beeinträchtigungen, da ist es auch sinnvoll, mal etwas anders zu machen, wie gesagt zur Vorbeugung. Und wenn man manchmal auch dann verzweifelt ist, weil sich nichts ändert oder weil die Symptome immer wieder kommen, manchmal auch stärker wiederkommen. Man hat doch so viel schon gemacht, so viel unternommen, an sich gearbeitet und trotzdem ändert sich nichts. Und gerade deshalb versuche ich ab und zu etwas ganz anders zu machen als sonst. Ich meine, als wir früher jünger waren, haben wir doch auch verrückte Sachen gemacht, eventuell. Und warum sollen wir nicht wieder etwas verrückter werden? Vielleicht fühlen wir uns dann auch jünger und auch gesünder dadurch. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, kannst du natürlich keine anderen Ergebnisse erwarten. Aber das Leben ist nun mal nicht einfach, oder es ist manchmal so kompliziert. Man weiß nicht, was man macht. Man weiß nicht, was man machen soll. Soll man die Routine beibehalten oder soll man mal etwas verändern? Am besten sind natürlich kleine Schritte und ganz kleine Stellschrauben verändern. Mach mal etwas ganz anderes, was du sonst nicht machen würdest. Du kannst dir ja selber auch überlegen, erstens, was du gern machen würdest und schon lange nicht mehr gemacht hast, weil es dir vielleicht nicht gut geht, weil du Symptome hast oder du einfach keine Kraft hast. Aber glaube mir, kleine Veränderungen bewirken dann auch wieder Kraft und Energie für dich. Beim Filmen, das ist eine Überwindung, aber manchmal trifft man auch Leute oder manchmal kommt man mit Leuten ins Gespräch, mit Menschen ins Gespräch. Es fängt mit einem Lächeln an und dann hat man auch ganz nette Gespräche. Es ist für mich eine Überwindung mit dem Filmen, aber es macht mir auch Freude. Aber natürlich in der Öffentlichkeit ist das manchmal nicht so, also da komme ich mir noch komisch vor. Manchmal ist es aber auch so, dass ich vor Wut etwas machen könnte. Das war, als vor ein paar Jahren eine Ärztin zu mir ganz unmöglich vom Verhalten her war. Da habe ich dann auch vor Wut etwas mir vorgenommen zu machen, obwohl es mir eigentlich angeblich so schlecht ging. Es war umstritten mit der Behandlung, mit der ärztlichen, mit der medizinischen Behandlung. Ja, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber zumindest hatte ich dort so eine Wut, dann bin ich dort raus aus dieser Ambulanz und hatte so eine Wut in mir oder so eine Wutenergie, und da habe ich mir vorgenommen, jetzt fahre ich nach Bayern in die Alpen, also gucke mir die Alpen von nahen an, ich fahre jetzt dorthin. Und wenn das meine letzte Reise ist, das mache ich jetzt einfach. Und mir ging es gut dort. Also probiere auch immer mal was Neues aus. Oft hält uns auch der innere Kritiker, also die innere negative Stimme auf. Ach, ich kann das sowieso nicht. Ich schaffe das sowieso nicht. Ich sehe nicht gut genug aus. Ich bin nicht gut genug. Und so weiter. Du kennst diese Stimme sicher sehr gut auch. Übergehe einfach mal diese innere Stimme und sage: Ruhe zum inneren Kritiker, zu deinem inneren Kritiker, und sage diesem inneren Kritiker,
Er soll mal für ein paar Stunden Ruhe geben und abwarten, was durch kleine Änderungen vielleicht an schönen kleinen Wundern geschieht. Mach da also mal was ganz anderes und trau dich, wenn du es nicht probierst, weißt du nicht, welcher Weg richtiger wäre oder welcher besser gewesen wäre für dich. Ich bin heute auch als Tourist in der eigenen Stadt unterwegs. Ich will mich einfach mal wie ein Tourist fühlen. Man nimmt die Stadt dann ganz anders wahr. Ich bin zwar im Grünen, also auf dem Elberadweg, auf der Neustädter Elbseite in Dresden unterwegs. Und das bringt auch wieder neue Erkenntnisse und Gedanken und vielleicht auch neue Ideen und neue Freude für neue Sachen und neue Kraft und neue Energie. Nein, hier ist noch kein Konzert. Sie üben schon das Mitsingen. Beim letzten Mal, als meine Speicherkarte kaputt war, hat der Dampfer hier gedreht, an dieser Stelle. Und heute dreht er weiter vorn. Es ist immer was anderes, aber interessant. Gleich kommt der Dampfer. Diesmal rückwärts eingefahren. Gleich kommt der Dampfer. Diesmal rückwärts hinein geparkt. Diesmal rückwärts eingeparkt. Es kommt ein Schaufelraddampfer. Es kommt ein Schaufelraddampfer. Die Esse, also der Schornstein, ist eingeklappt bei den Brücken und wird dann wieder aufgerichtet. Mal sehen, ob wir das jetzt ins Bild bekommen. Die Meisen ist das, also so heißt das Schiff. Das ist der Name des Schiffes. Die Meisen. Jetzt ist der Schornstein noch eingeklappt. Wegen der Brücke. Wieder los. Kann es sein, dass der Schornstein eingeklappt bleibt? So viel zu technischen Details. Ich tue hier auch technisch. Und es ist halt wieder Wind, also es ist jedes Mal etwas anderes. Aber sei mutig und mach auch einfach was du dich eigentlich nicht trauen würdest. Versuch es einfach. Und es bewirkt auch kleine Wunder. Es gibt kleine schöne und kleine nicht so schöne Wunder. Und auch große Wunder. Schöne große Wunder und nicht so schöne große Wunder. Jetzt ist der Wind wieder extrem. Eine gewisse Routine ist ja gut und auch wichtig und vieles machen wir auch automatisch und das ist ja auch gut so. Es ist immer eine Abwägung, was an Routine mit der Zeit auch langweilig wird oder sogar stressig wird und muss man dann einfach mal ändern. Wie gesagt, mit kleinen Schritten überlegen, was bringt mir das noch, diese Routine am Morgen. Oder am ganzen Tag, im Tagesablauf.
oder am Abend? Was bringt es mir noch? Ist es sinnvoll, etwas zu ändern? Es kann Kummer und Sorgen und auch Symptome, die du schon vielleicht hast, mildern und verbessern und auch vorbeugen. Ist es sinnvoll, eine kleine Änderung vorzunehmen, um wieder mehr Lebensfreude oder Freude im Alltag zu bekommen? Das ist doch das Wichtigste, Genuss und Lebensfreude wieder zu bekommen oder zu erhalten. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.